Ja Leute, herzlich willkommen zum ersten etwas nützlicheren Video für euch, was euch vielleicht was helfen könnt. Und zwar erkläre ich euch heute einfach mal den Pull-Up-Bar-Spin oder Pick-Up-Bar-Spin oder Manual-Bar-Spin. Jedenfalls der Pick-Up-Bar-Spin ist mein zweiter Lieblingstrick auf jeden Fall nach dem Manual. Ich hatte halt am Anfang wirklich Probleme, wie ich den lernen soll, weil ich halt einfach irgendwie mir nie vorstellen konnte, wie soll ich den Lenker hochnehmen, drehen und keine Ahnung was. Wenn ihr wirklich hier ganz normal steht, hochnehmt und schmeißt. Und da kriegt ihr vielleicht schon mal das Timing raus, wie beim Pickup-Bar-Spin. Und ihr müsst ihn dann nicht mal fangen. Wir können wirklich einfach hoch und erstmal irgendwie schauen, wie dreht er sich denn. Da könnt ihr halt dann so lange rumüben, dass ihr irgendwann mal so hoch reißt, dass ihr einen Double macht. Ja, das hat sogar mal geklappt, Alter. Da steht er normalerweise auf dem Fahrrad so droben. Ich zeige euch das jetzt mal. Dass man halt einfach hier so fährt. Und steht halt hier so und dann heißt es halt, ja, hoch und Bars bin ich. Ich habe das nie gerafft und vor allem Sattelklemm, wo denn? Bis ich jetzt dann mal rausgefunden habe auf Insta, habe ich zwei Videos gefunden. Schaut euch die jetzt mal hier an. Der auf dem BMX, da keine Ahnung wie viel Bars müsst der zieht, der könnt ihr auch mal mitzählen. Da sieht man richtig schön, wie er sich nach hinten lehnt und auf jeden Fall den Kipppunkt hält, dass er da richtig schön die Balance hat und schmeißt einfach rum und es ist einfach krank. Und dann habe ich hier Nummer 1 auf dem Dirt gefunden, wo er auch Double Bar Spin macht oder Bar Spin to Oppo oder Rewind oder Back to Bar oder was weiß ich, wie das heißt. Und da habe ich mir einfach gedacht, wenn die das können, wenn die 2, 3, 4, 5 Bar Spin schaffen, dann schaffe ich doch wenigstens einen schön rumzudrehen. Und das war dann irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwas mache ich komplett falsch. Und das war dann halt wirklich das Sattelklemmen. Das ist sozusagen die dritte Hand an eurem Fahrrad, weil egal ob ihr jetzt den Barspin führt, das ist so, oder ob ihr ihn einfach rumschmeißt, irgendwie sind die Hände nie wirklich am Lenker. Und das ist halt immer so der Punkt. Wenn ihr jetzt eure Knie richtig schön an den Sattel klemmt, dann habt ihr auf jeden Fall eine richtig gute Stabilisierung, dass ihr euch da auf jeden Fall sicherer fühlt. Ich habe es auch nie gerafft, obwohl es jeder in jedem Tutorial erwähnt. Ich war einfach zu doof dazu. Ja, und ich habe es halt dann irgendwann gerafft, nachdem ich diese zwei Videos gesehen habe, dass ich meinen vorderen Fuß so durchstrecken muss, dass der hinterkommt. Natürlich habe ich das jetzt schon automatisch in mir drin, das heißt, ich kann es vielleicht nicht mehr ganz so gut zeigen. Wenn die Leute da 2, 3, 4, 5 Barspins schaffen, dann schafft ihr wirklich locker einen. Ihr müsst halt erst einmal so anfangen, mit beiden Händen runter, dass ihr mal ein bisschen Gefühl kriegt dafür. Dann als nächstes würde ich euch empfehlen, macht einfach mal mit einer Hand so, dass ihr den schon mal so leicht eindreht. Und als letzten Schritt würde ich dann einfach empfehlen, hoch, zack und rum. Was ich nur vergessen habe, Leute, tut auf jeden Fall euren Sattel mal gescheit hoch. Also hier so richtig eine Handhöhe. Es ist ein bisschen zu weit oben für ein Dirt, das ist schon klar. Für mich erleichtert es halt einfach einiges, dass ich hier einen Barspin machen kann. Fühlt sich halt für mich geil an, so macht mir der Trick auch Spaß. Weil wenn ich immer hier so war, dann habe ich den geschmissen, irgendwie rum vielleicht, gefangen, vielleicht auch nicht. Und dann bin ich immer so abgestiegen oder so, teilweise so gelandet und irgendwie rauf und dann ist so teilweise. Und dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr euch das irgendwie reinhaut. Dann passiert entweder das oder halt in die andere Richtung, dass euer Bike irgendwie so wegfliegt und ihr dann... Ja, dass ihr halt einfach komplett dann halt so zur Seite fällt. Oder was auch noch passieren kann, also ihr braucht wirklich keine Angst haben bei dem Trick. Also zumindest ist mir das ein paar Mal auch passiert, dass ich halt dann so weit nach hinten mich gelehnt habe, dann nicht mehr geklemmt habe, dann hier vorbeigutscht bin und dann halt jetzt blöd gesagt so... Ja, bleib da, dass ich dann halt irgendwie so war, hier auf dem Hinterreifen und dass dann halt mein Bein hier so an dem Reifen geschliffen hat und dann bin ich halt hier so voll schmerzhaft runter, Bike irgendwo hin und ich bin halt so am Boden irgendwie gelandet und hat halt hier voll die aufgeschliffene Haut. Ansonsten tragt er auf jeden Fall Knieschoner. Ich habe jetzt hier noch extra welche, die innen so einen Schutz noch haben, dass es halt noch ein bisschen angenehmer für mich ist. Müsst ihr für euch selber rausfinden. Jetzt habt ihr einfach nochmal eine andere Sichtweise, die ich halt jetzt euch erklärt habe. Vielleicht bringt die euch jetzt was weiter oder dem einen oder anderen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schönen Tag noch und viel Spaß und viel Erfolg beim Üben. Und das war ein Wuppets. Das war Wuppets. MTB Künste. Wuppets, Wuppets. Wuppets MTB Künste. Wuppets MTB Wünsche.